Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr auch heute mal wieder zuschaut bei einer sehr, sehr verspäteten Aktion meinerseits, denn ich rüste heute im Oktober 2016, im Herbst 2016, meinen Hauptcomputer tatsächlich zum ersten Mal mit dem schnellen USB 3.0 Standard aus. Der kennt bis heute vom Mainboard aus nur USB 2.0. Deshalb werde ich das heute mit dieser PCI Express Steckkarte von Aoki oder Aoki nachrüsten und hoffe damit auch in die gesamten Vorzüge der neuen USB 3.0 Standards und Stecker zu kommen. Die Verpackung, die gestaltet sich hier weitestgehend übersichtlich und vor allen Dingen auch umweltfreundlich. Vollständig aus Pappe mit einer Abbildung der schönen Karte hier vorne drauf. Die schauen wir uns natürlich jetzt gleich in Aktion an. Modellnummer DS-E1. In dieser Überzugspappe hier oder wie auch immer man sowas nennt, befindet sich dann der eigentliche, auch umweltfreundliche und komplett recycelbare Karton. Darin natürlich die USB 3.0 PCI Express Steckkarte. Außerdem zwei kleine Schrauben, um diese auch sicher zu befestigen. Eine Schraube als Ersatz wahrscheinlich, dann ein bisschen Papiermaterial, eine Aufforderung zum Registrieren, eine Garantiekarte ist das Ganze hier von Aoki oder Aoki, eine Mini-CD mit den entsprechenden Treibern, falls wir die benötigen und die nicht von Windows zum Beispiel gefunden werden und selber installiert werden können. Und dann haben wir hier ein User-Manual, eine kurze Bedienungsanleitung für das Modell DS-E1. Die scheint auf Englisch, nein, ist mehrsprachig gehalten tatsächlich. Gehen wir doch dann direkt mal weiter zur deutschen Version. Die fängt ganz genau hier auf der rechten Seite an. Da sehen wir erstmal ja, die Beschreibung des Produktes, den Packungsinhalt, den ich euch ja gerade hier live gezeigt habe, die Produkteigenschaften und hier unten nochmal die technischen Daten. Auf der nächsten Seite ja, kurze illustrierte, bebilderte Einbauanleitung hier. Ich denke mal, das erklärt sich mehr oder weniger von selber. Da kann man ja weitestgehend nichts falsch stecken. Und außerdem zeige ich euch natürlich gleich, wie das Ganze ausführlich eingesteckt, installiert und anschließend auch hoffentlich in vollem Umfang benutzt wird. Die Karte selber hier in einer Anti-Statik-Schutzfolie, wie sich das gehört, verpackt mit Siegel, welches ich gerade entfernt habe. Und wir haben ein schwarzes Rückblech, das ist auf jeden Fall sehr stylisch hier, gerade für moderne Gehäuse, die ja oft in einem dunklen oder Anthrazitton daherkommen. USB 3.0 Beschriftung mit vier standardmäßigen USB A-Anschlüssen in schöner blauer Farbe, wie sich das für USB 3.0 gehört. USB-C-Anschlüsse gibt es hier direkt an der Karte leider nicht, wie ihr sehen könnt. Da können wir dann aber natürlich mit einfachen USB-A auf USB-C Steckeradaptern arbeiten. Auf der Kartenoberseite ja, sehen wir den Chipsatz hier der Karte, die vier Anschlüsse, einige Kondensatoren und andere Bauteile und außerdem ganz wichtig eine externe Stromversorgung könnt ihr hier sehen. Die Karte, die braucht nämlich tatsächlich zusätzlichen Strom in Form eines 4-Pin-Molex-Anschlusses, also dem ganz normalen klassischen Stromanschluss an eurem ATX-PC-Netzteil. Unterseite der Karte ist unspektakulär. Hier haben wir die Kontakte für den PCI Express Steckplatz. Dafür muss ein einfacher PCI Express Steckplatz frei sein. Ein Steckplatz mit einer Lane für solche schmalbandigen Erweiterungskarten. Ich bin jetzt hier mal unter meinen Schreibtisch gekrochen und habe hier mal alles vorbereitet, was ich jetzt für den Einbau der USB 3.0 Karte brauche. In allererster Linie natürlich hier mein Rechner. Da habe ich hier oben noch einen PCI Express Steckplatz mit einer Lane frei. Die anderen PCI Express Steckplätze, die ich noch habe, die haben 16 Lanes, zum Beispiel der blaue hier natürlich belegt von der Grafikkarte. Und unter der Grafikkarte habe ich noch weitere freie PCI Express Steckplätze mit 16 Lanes. Das sind die schwarzen hier, beziehungsweise steckt in dem schon eine Soundkarte drin, aber hier oben hätte ich noch einen schwarzen frei mit 16 Lanes, wie gesagt, die breiten PCI Express Anschlüsse, der liegt aber viel zu nah an der Kühlung meiner Grafikkarte. Deshalb werde ich, da ich sowieso nur einen PCI Express Steckplatz mit einer Lane brauche, auf den ganz oberen hier zurückgreifen. Wichtig ist nur, dass euer Mainboard PCI Express
in Version 2.0 mindestens unterstützt, denn nur so wird die volle Geschwindigkeit von USB 3.0 gleich ermöglicht. Wenn euer Mainboard noch PCI Express 1.0 oder 1.1 unterstützt, dann wird die Geschwindigkeit hier gegebenenfalls stark reduziert. So, zuerst noch das Slotblech hier eben vorsichtig entfernt, ohne hier irgendwo gegen die Grafikkarte zu hebeln nach Möglichkeit. Und hier komme ich jetzt mit der USB-Karte, mit dem kleinen PCI Express Steckplatz mit einer Lane. Die packe ich jetzt da hinten mal vorsichtig rein. Das könnt ihr wahrscheinlich kaum noch nachverfolgen, da das hier wirklich langsam ein bisschen eng wird im Gehäuse. Und dann natürlich noch mit der kleinen mitgelieferten Schraube hier fixiert, sodass das Ganze auch sicher hält. Nochmal schauen, ob die Kontakte der Karte auch hinten in den PCI Express Steckplätzen richtig schön sauber drin sitzen und nicht unter Umständen wieder rausgezogen wurden durch das Festziehen der Befestigungsschraube hier auf der linken Seite. Und dann müssen wir die Karte nur noch mit Strom versorgen. Den müsst ihr euch natürlich irgendwo von eurem Netzteil im Idealfall nehmen. Die Karte ist betriebsbereit, deshalb können wir unseren Rechner jetzt wieder einschalten und mal schauen, ob Windows den Treiber finden kann. So, schauen wir mal, was Windows hier sagt. Da wurde auf jeden Fall was USB-artiges gefunden. Die Gerätetreiber-Software wurde erfolgreich installiert, konntet ihr da gerade vielleicht sehen. Ich schaue jetzt mal hier unter Windows 7 eben im Gerätemanager nach, ob das alles wirklich funktioniert hat. Das sieht nämlich auf den zweiten Blick dann doch nicht ganz so gut aus. Hier ist ein USB-Controller, dessen Treiber-Software offensichtlich nicht installiert wurde. Ich weiß nicht, was da gerade beim Hochfahren installiert wurde. Schaue ich mal gerade hier in die USB-Controller rein. Es kann natürlich sein, dass er die Erweiterungskarte jetzt als ganz normale USB 2.0-Anschlüsse erkannt und installiert hat und die USB 3.0-Zusatzfunktionen wirklich erst durch das Installieren der Treiber von Aoki zur Verfügung stehen. Deshalb werden wir das jetzt mal nachholen. Die finden wir auf der Webseite von Aoki. Für die PCI Express Erweiterungskarte DS-E1, stolze 131 MB ist dieser USB 3.0-Treiber groß. Download ist fertig, deshalb starte ich jetzt mal hier die entsprechende ausführbare Datei. Das ist jetzt hier also der VIA USB 3.0 Host Treiber. Okay, hier klicken wir uns mal eben durch. Lizenzbestimmungen akzeptieren, auswählen, was wir installieren wollen. Den Treiber, mehr gibt es nicht. Das Ganze nochmal bestätigen. Und wir hoffen mal, dass wir jetzt nach einem Neustart des Rechners hier endlich die Vorzüge von USB 3.0 genießen können. Werfen wir nochmal nach dem Neustart eben einen abschließenden Blick in den Gerätemanager. Wir haben hier keine nicht installierten Geräte mehr, dieses hier ist ein anderes, dafür aber unter USB-Controller jetzt höchstwahrscheinlich einen VIA USB 3 Hub bzw. natürlich auch einen USB 2 Hub, da sämtliche Funktionalitäten und Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 Geräten hier natürlich gewährleistet ist. Ich habe jetzt hier mal eine externe 3,5 Zoll Festplatte per USB 3.0 angeschlossen. Da drin steckt eine 2 Terabyte Western Digitalplatte, leider nur mit 5400 Umdrehungen pro Minute, also nicht die allerschnellste Festplatte. Ich füge jetzt hier mal ganz spontan eine ungefähr 11 GB große Datei ein, und zwar auf meiner SSD. Das ist die schnellste Verbindung, die ich hier herstellen kann zu meinem Hauptcomputer zwischen USB 3.0 und der per SATA angeschlossenen SSD-Festplatte. Da könnt ihr sehen, dass sich das Ganze hier auf jeden Fall knapp oberhalb von 100 MB pro Sekunde bewegt, die Übertragungsrate. Das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus als mit USB 2.0. Da haben wir es, das amtliche Endergebnis, und an dem könnt ihr auch ablesen, dass die Höchstgeschwindigkeit, die ich hier herausholen kann aus meinem System, bei etwas über 100 MB pro Sekunde liegt, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben, zumindest bei großen Dateien. Bei kleinen Dateisegmenten sieht das schon ganz anders aus, könnt ihr sehen. Da ist die Übertragungsrate entsprechend deutlich geringer. Das liegt aber in erster Linie am Flaschenhals bzw. an verschiedenen Flaschenhälsen, die ich hier eingebaut habe. In allererster Linie die langsame Festplatte, die nur mit 5400 Umdrehungen dreht, die ich in dem USB 3.0 Gehäuse drin habe, und außerdem auch auf der anderen Seite, auf meiner Rechnerseite hier, die etwas veraltete Hardware in Form einer alten SSD und auch älteren Festplatten. Ich denke mal, gerade zum Beispiel mit schnellen USB 3.0 Flash-Speichern, also zum Beispiel Speicherkarten oder USB-Sticks, kann man hier noch weitaus mehr rausholen. Und vor allen Dingen komme ich jetzt natürlich durch die Nachrüstung von USB 3.0 nicht nur in den Genuss von höherer Geschwindigkeit, sondern kann auch noch die ganzen Zusatzfeatures der USB 3.0
2.0-Spezifikation nutzen. Also zum Beispiel die Übertragung von Audio, Grafik oder Netzwerksignalen. Das ist ja alles mit entsprechenden Adaptern über USB 3.0 möglich. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier im Jahr 2016 endlich in der Gegenwart auch angekommen bin und vor allen Dingen auch in Zukunft viel besser in der Lage sein werde, euch entsprechende USB 3.0 Geräte hier auf meinem Kanal vorzustellen. Ich denke mal, mehr kann ich euch nicht erzählen zur USB 3.0 Controllerkarte von Aoki. Falls ihr Fragen zur Installation oder Nutzung der Karte habt, dann schmeißt die natürlich gerne unten in die Kommentare rein. Ich werde mich bemühen, die mit meiner bestmöglich verfügbaren Zeit und meinem besten Wissen zu beantworten. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit, die ihr euch für dieses Video schon mal genommen habt. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst, wenn euch das gefallen hat. Ich bin jetzt raus und wünsche euch alles Gute. Macht's gut vom Yogi285. Ciao, ciao.